Ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Wir befinden uns in schneller Fahrt direkt auf Gibraltar zu. Wir sollen dort Minen legen. Wir sind auch noch nur noch so. Wir sind nur noch sehr kurz von dieser Küste entfernt, beziehungsweise von unserem Gebiet entfernt. Mir ist jetzt allerdings irgendwie ein Alarm ausgelöst worden. Nämlich da vorne soll es angeblich irgendeinen Sichtkontakt geben. Müssen wir jetzt mal schauen, was wir da Steuerbord voraus für einen Sichtkontakt haben erstmal. So, bevor wir in der Mission um Minen legen bei Gibraltar dann Bestätigt. überhaupt weitermachen können. Denn so mit dem bloßen Auge ist jetzt nichts zu sehen. Sehr Aber gut, es Herr kann Kanal. ja sehr gut sein, dass da jetzt... Da ist nämlich tatsächlich... Warte, was ist das? Unbekanntes Schiff. Das ist tatsächlich sogar ein Liberty-Frachter. Das ist tatsächlich sogar ein Liberty-Frachter. Okay. Schnell, ganz, ganz, ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Sehen, wo der hin will. Will wahrscheinlich nach... Ja, er steht schon sehr stark von uns weg. 70 Grad. Ja, ich denke mal, der will in Richtung Gibraltar rein dann natürlich. So. Dringend mal eine Entfernung messen. 3,2 Kilometer Geschwindigkeit, wahrscheinlich 13 km/h. Er wird uns sehr schnell sehen. Wir verpissen uns auf der Stelle nach unten. Mal ganz, ganz schnell nach unten. Nee, du sollst nicht nach oben. Wir wollen nach unten. Komm, Leute, verpisst euch da. Weg, 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 weg. Ich will mehr Kommandos für die Mannschaft, dass sie einem nicht im Weg stehen bei Sehr sowas. wohl, Herr Kahn. So. Nee, Alarm abgebrochen. Du sollst mir den Alarm geben. So. Anheizen, anheizen. Heiz mir mal Torpedos an. Genau. Haben zwar nicht viele Torpedos, aber die paar, die wir haben, die heizen wir mal an. Sind ja hauptsächlich mit Minen losgefahren. Aber ganz im Ernst, wenn das wirklich ein Liberty-Frachter ist und also es ist ein Liberty-Frachter, so, aber wenn das wirklich ein unbewachter Frachter ist, müssen wir mal schauen, weil konnte jetzt gerade eben keine Bewaffnung in irgendeiner Weise erkennen. So. Guck mal, direkt die E-Maschine AK schalten. Alles andere ist vollkommen irrelevant. Weil irgendwas wird er ja wohl Wichtiges geladen haben. Ich sehe, weiß jetzt gar nicht, ob ich da Knarren sehe. Ich glaube, ich sehe keine Knarren an Bord, oder? Er hat natürlich Aufbauten für Bewaffnung, aber ich glaube, er hat keine Bewaffnung. Mal einrasten. Warte mal da, 3 Kilometer. Steil fährt er, ne? 95 Grad Höhen, weil ich denke mal, er wird einen Kurs von 90 Grad haben. Wo sind wir jetzt? Er wird von einem Kurs von 90 Grad haben. Wahrscheinlich sogar mehr. 100 Grad wird er haben. So circa. Er wird einen Kurs von 100 Grad haben. Macht ja auch am meisten Sinn. Er will ja durch Gibraltar durch. Gut. Dann zeig mir mal, dass wir auch mal einen Kurs von 100 Grad kriegen. So, wenn das 90 sind, ziehen diese Linie mal als Lotlinie so lang. Dann gib mir mal einen Kurs von 95 oder 100 Grad. Dann gehen wir mal auf 95 Grad. So. Mal in Ruhe auf 95 Grad, dann soll uns auch die E-Maschine uns mal nach vorne bringen. Ich weiß aber gerade nicht, ob er nicht vielleicht schneller als 13 km/h ist. Müssen wir jetzt gleich mal schauen. Da ist ungefähr die Mitte. Wir fahren weiter bis
16 km/h fährt er nämlich. An den kommen wir nämlich kaum ran. Das habe ich mir aber schon gedacht. Aber ich kann jetzt auch keine Knarren an Deck sehen. Fahren wir mal den Schnorchel aus. Ich möchte dann nochmal genauer ran, um zu sehen. Nachher hat er irgendwelche Maschinengewehre an Bord oder so. Aber es sieht gerade so aus, als wenn er unbewacht wäre. So. Schnorchel. Schnorchel fährt, alles klar. So, Dieselmaschine, dann die Dieselmaschine bitte voll voraus, richtig Kasala. So, die Kombüse, die kannst du mal abschalten, die brauchen wir während des Kampfes nicht. Falls wir ruhig sein müssen und horchen müssen, ist die sowieso nur im Weg, die blöde Kombüse dann. So. Dann sind wir hier unterwegs und ich glaube tatsächlich, er hat keine Waffen an Bord. Er hat keine Bewaffnung an Bord. Empire BD. Sonst irgendjemand in der Nähe hier? Momentan dürften wir noch nicht entdeckt worden sein. Das wird sich aber schlagartig ändern, wenn wir jetzt gleich auftauchen und die Decksknarre verwenden. Aber momentan scheint niemand in der Nähe zu sein. Es ist tatsächlich so, dass wir ihn auf dem linken Fuß erwischt haben. Es ist ja der Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den jetzt noch so überhaupt abgefangen kriegen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich hier überhaupt ein Schiff treffe, um ehrlich zu sein. So. km/h. Fahren näher dran. Ich glaube, wenn die Kiste jetzt tatsächlich unbewacht ist, dann machen wir das tatsächlich mit der Bordkanone. Ja, diese Stellplätze, die sind alle leer. Der hat noch keine Bewaffnung. Würde auch nicht mehr kriegen. Wird er auch nicht mehr kriegen, weil er jetzt Fritte ist gleich. m, alles klar, dann war's das wohl. Ich glaube, dann darf der Kapitän uns mal hochbringen. So, dann kann der 1WO nämlich dann auch gleich mit seiner Mannschaft hoch. Druck auf der Außenseite ist zu groß. Wir warten, bis wir aufgetaucht sind. So, lass mich da hoch. Nee, warte mal. Ich will da ja nicht mit dem Captain runter. Augenblick. Sorry. Ich will nicht mit dem Captain runter. Oder 1W oder müsste jetzt hier gleich irgendwo auftauchen noch. Ja, die haben natürlich sofort Alarm ausgelöst, ist klar. So. Beschussfeindliche Einheiten. Nimm dir bitte drei Leute damit. Vorne ans Geschütz. So, wo seid ihr? Das Geschütz besetzen. Kommt der nächste? Wo kommt der nächste? Komm, Attacke, Attacke. Sehr gut. So. Weg damit. Wir haben natürlich sofort um Hilfe gerufen. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir die Kiste vernünftig schnell versenkt kriegen. Ich rechne damit, dass jetzt bald Flugzeuge auftauchen.
komm schon. So, warte mal, kurz auf Pause. Hallo, Spiel, nicht ruckeln. Das Spiel ruckelt. Hallo? Hallo? Boah, was ist denn das für ein Mörder-Lag, den ich jetzt habe? Boah, bitte, jetzt mach keinen Scheiß, ehrlich nicht. Es ist doch nicht zu fassen. Was ist denn jetzt los? So, oh, jetzt kann ich erst wieder reagieren. Mann, Mann, boah, was war das denn gerade? Opa Hans, pass auf, du gehst mal bitte, was ich nämlich machen wollte, dringend an den Funk. So. Gab's dann versende Funktelegramme? Nee. Wo war denn? Haben die jetzt aufgehört zu funken? Ich glaube, ich brenne. Ich dachte, ich kann die Funknachricht abfangen. Aber okay. So, Feuer an Deck, genau. Nachladen. Kapaftisch, komm. Du musst jetzt bald mal Fritte werden, oder? Auf der ganzen Linie mal ein paar schöne Löcher reinmachen. Ja. Er sendet wohl zwar immer noch ihr Funktelegramm, sieht man hier unten da. Übermittelt Telegramme per Funk, aber er ist jetzt weg vom Fenster. Höhlenbruch, sie sinken, alles klar. Gut. Die Nachricht schnell rausschicken. Solange wie noch keiner in der Nähe ist. So, solange wie noch keiner in der Nähe ist. Rettungsboote, die kontrollieren wir mal. Warte mal, im letzten Rettungsboot ist sonst immer der Captain, ne? Oder? Nee. Ist hier irgendwo der Kapitän drin? Da sind sie doch. Zack, zack, so. Die beiden mal an Bord nehmen. Genau. Weil ihr aber 7 Boote seid, Leute, so viel Futter habe ich für euch nicht. Da kann ich euch leider nicht so einfach versorgen. Wir machen uns mal vom Acker. Und dann schnellstens in Richtung Minenling bei der Meerenge. Nämlich in diese Richtung dort. So. Dann möchte ich versuchen, wir haben jetzt 0.50 Uhr. Ich möchte hoffen, dass wir die Mission des Minenlegens dann vielleicht sogar noch in dieser Nacht über die Bühne kriegen. Das wäre ganz schön. Ich möchte das auf keinen Fall am Tag machen, weil ich mir ausmale, dass es mit Sicherheit ein kleines bisschen zu gefährlich sein wird. Herr Kaloy. So, wenn wir das am Tag machen. Weil direkt daneben ist ja hier so ein Fliegerhorst von der Royal Air Force. Da nämlich. Und die sind ja sehr schnell dort. 97 Kilometern. Boah, da brauchen die so 3 Minuten für oder so, wenn die in der Luft sind. Das ist jetzt nicht so besonders viel. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was uns gleich erwartet. Der hat ja gerade per Funktelegramm um Hilfe gerufen. So. Deswegen können wir auch direkt nochmal die große Fahrt so lassen. Dann mal schauen, ob uns jetzt gleich irgendwas entgegenkommt. Kommandozentrale, nee, pass mal auf, geh mir mal unten an den Kartentisch. Schalt mir mal kurz den Kreiselkompass zu. Wir können den Alarm abbrechen lassen.
Der Rest ist egal. Du machst mir mal bitte. Der Opa Hans, der kann mir mal bitte in den Horchraum gehen, weil wenn Opa Hans jetzt über Wasser im Horchraum ist, haben wir ein Funkmessgerät, um ein bisschen kontrollieren zu können, ob hier Flugzeuge sind oder nicht. So, Otto, ja, du kannst von mir aus. Ja, komm, sonst geh Karten spielen, ist egal. Ist gerade egal, er will Karten spielen, also soll er Karten spielen. So, haben wir jetzt voraus, irgendwas zu sehen? Nein, gerade noch nicht. Okay. Ob ich werde den Schnorchel für den Moment noch ausgefahren lassen, falls es gleich irgendwas überfällt oder so, dass wir dann mit Dieselmaschine Vollgas unter Wasser können. So. Es ist tatsächlich so, dass wir gerade nicht entdeckt werden. Aber jetzt wird es leider schon hell. Das wollte ich eigentlich vermeiden, im Hellen hier anzukommen. Gerade sehe ich tatsächlich kein einziges Schiff. Ich finde es ein bisschen komisch, dass hier kein einziges Schiff ist. Normalerweise sollten doch hier zumindest mal ein Patrouillen rumfahren, oder? Wir sind doch jetzt hier schon fast in der Einfahrt von denen. Halbe Stunde später. Es ist tatsächlich gerade niemand in diesem Seegebiet unterwegs. Das sollte man nicht meinen. Okay. Dann wechseln wir einmal ganz kurz noch die Offiziere aus. Ja, den Captain muss ich mal ganz kurz hinlegen, weil den werden wir gleich ja noch zu Genüge bemühen. Ich glaube, Opa Hans, der kann sich, muss sich auch gerade noch mal hinlegen. Es ist leider so, dass wir gerade ein bisschen dann auf Risiko gehen müssen und ein wenig, ein ganz kleines bisschen die Wachsamkeit fallen lassen. So. Weil ich nicht will, dass die Leute alle so extrem müde sind, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie lange jetzt dieses Minenlegen dauern wird. So, jetzt setzt die Dämmerung ein. Ich fühle es gerade, dass ich vielleicht besser tauchen sollte, um den Rest getaucht zu fahren. Ja, ich glaube, das werden wir auch machen. Bringt ja nichts, so auf Risiko zu gehen. Dann fahren wir besser getaucht weiter. Nämlich auf Schnorchel, dafür haben wir den blöden Schnorchel, ja. So. Können da irgendwelche Flugzeuge rumflugzeugisieren, das kann uns denn egal sein. Hier ist tatsächlich nichts. Gar nichts. Also ich hätte nicht gedacht, dass hier wirklich überhaupt nichts ist. Ich dachte, dass hier wenigstens mal ein, zwei so Dinger rumfahren, aber offensichtlich. Offensichtlich fährt hier gar nichts rum. Dann schauen wir erstmal, was so hier diese Umgebung bringt. So, es wird erstmal sinnlos gespeichert, aber das ist egal. So, 22 Meter unter Kiel, genau das meinte ich nämlich. Hier gibt es nämlich gar keine Tiefe. So, wie sieht es mit der Batterie aus? Batterie ist voll, Luftqualität ist natürlich auch voll. Das ist zum Beispiel schon mal gerade eine ganz gute Jawohl. Idee. So. Gerade habe ich tatsächlich immer noch keinerlei Kontakte in keinster Weise. Ja, Leute, also im Ernst, wenn ihr mich nicht kontrolliert, ne, dann machen wir jetzt einfach so weiter. Also von mir aus, alles klar, komm, dann dahin. Nee, siehste, da kommen sie nämlich.
Da kommen sie nämlich. Und ich glaube nämlich, dass die uns jetzt eventuell sogar erwischen. Die Scheißflugzeuge. Die Scheißflugzeuge. Fahr mir mal den Schnorchel ein, bitte. Wie tief ist es hier? 17 Meter. Leck mich doch am Arsch. Langsam, es gibt, das knirscht jetzt gleich auf jeden Fall, wenn auf jeden Fall auf Grund aufsetzen, würde ich mal sagen. Fuck. Nicht? Doch nicht? Flugzeuge. Doch nicht auf Grund aufgesetzt? Okay, ich bin einigermaßen verwirrt gerade. Warum? 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 Da hört man die Flugzeuge. Weil die sind natürlich irre laut ohne Ende. Natürlich irre laut ohne Ende. Uff, okay. Das ist noch ein Schraubengeräusch, kleine Gruppe 1. Flugzeuge, Flugzeuge. Die Flugzeuge sind gerade am ehesten das Problem. Die Flugzeuge sind gerade am ehesten das Problem. Kleine Gruppe 1, 10 km/h. Kommt das denn her? Schiffsschraubenmerkaloi, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Ist natürlich auch viel zu nah dran wieder. Die Tiefenruderstation bitte besetzen. Und tu mir gefallen, halt's mir mal ein Torpedo an. Ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt für ein Gerät ist. So, ja, jetzt wird's spannend auf jeden Fall. Jetzt wird's spannend auf jeden Fall. Was ist da? Genau, da ist nämlich schon der Erste. Da ist schon der Erste. Der da spontan rum existiert. Aber wir müssen uns ja irgendwie an den vorbeischmuggeln, oder? Macht er überhaupt Fahrt? Er ist sehr langsam. Er ist sehr langsam. Er ist so gut wie nicht vorhanden. So langsam ist er. Er ist so gut wie nicht vorhanden. Aber er wird uns die ganze Zeit jetzt irgendwie dieses gesamte Gebiet hier blockieren. Vielleicht müssen wir den tatsächlich umlegen. Vielleicht müssen wir den tatsächlich umlegen. Was ist das für ein Ding? Ich kann ihn gerade gar nicht identifizieren, weil er ein bisschen weit weg ist. Schneller, schneller! Das ist ein Zerstörer mit zwei Masten, die schräg zueinander stehen. Eine Black Swan ist es nicht. EF ist es nicht, eine Hand ist es nicht, eine Sims ist es nicht, Town ist es nicht, eine Tribal könnte es sein. Sehr gut ist es auch ein Tribal. So, und die steht ziemlich quer zu uns. 172, das könnte fast schon sein. Wie weit ist die Tribal denn entfernt? Circa 8,2 Kilometer. Fahren wir mit
mittlerer Geschwindigkeit voraus, aber sie wird, keine Ahnung, die fährt nur 3 km/h oder so. Die ist mega langsam gerade. Die ist mega, mega langsam. Schauen wir, ob wir da in die Nähe kommen. So, weil ich habe gehört, wir haben ja einen Zaunkönig aktiv. Ne? Wie viel Reichweite hat der? 6,5 Kilometer Reichweite hat der Zaunkönig. Theoretisch könnte man den sogar schon dazu verwenden, ein bisschen Unfrieden zu stiften. So, warte mal. Konrad Otto hatte das Sprengmeisterpark. Ach, ne? Nicht, dass ich das wieder vergesse. Genau. Bei Alarm in der Kommandozentrale gibt er den Matrosen Anweisungen, sodass der Schaden der Torpedos steigt. Offiziell muss beim Fluten der Rohre und beim Abschuss anwesend sein. Okay. Das heißt, wir lassen den dort einfach mal. Einrasten und ich möchte das. Naja, jetzt hat er natürlich wieder vergessen, dass es eine Tribal ist. Skandal, Skandal. So. 184, das gucke ich dir. Steht, glaube ich, ein kleines bisschen schräg, ne? Irgendwie sowas. 7,1 Kilometer. Noch sind wir nicht in Reichweite. Wir sind bald in Reichweite. Wir sind bald in Reichweite. Wir sind bald in Reichweite. So, 190 Grad. Ja, okay, dann würde jetzt 12 km/h. Ein bisschen weiter beobachten. Nee, er dreht jetzt ab. Er dreht uns das Heck zu. Er dreht ab. Ich dachte, ich kann ihn jetzt torpedieren, aber er dreht tatsächlich ab. Dann hat er uns offensichtlich nicht bemerkt. Dann haben wir eben echt Schwein gehabt, was die scheiß Flugzeuge anging. Wenn uns die Flugzeuge entdeckt hätten, dann wäre das jetzt nicht so easy gelaufen. Na gut, von mir aus. Also dann, wenn ich will, der hat schon. War? Auf 7 Uhr. Tatsächlich habe ich echt Schiss vor Flugzeugen, muss ich sagen. Tauchen auf 50 Meter. Hab tatsächlich ziemlich Schiss vor Flugzeugen, weil man sie so gut wie gar nicht sieht. Wenn man sie so gut wie gar nicht sieht, man kriegt das zwar immer von den NPCs angesagt, so ein bisschen, aber das muss ja nicht heißen, dass das immer so korrekt ist. 11 Meter unter Kiel, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Durchpendeln bei 25, bitte. Knirsch, genau, das habe ich schon befürchtet. Ja. Sind in bekannten Gewässern, genau, das habe ich schon befürchtet. Du kommst halt echt nicht vom Fleck, ne? Es ist halt nicht zu fassen. Minen legen. 1 von 18. Okay, pass mal auf. Bring mich mal auf 15 Meter hoch.
Dann, ich glaube, wir legen so einen Querstreifen hier. Oder? Egal, wer hier so schwupp schwupp drüber fährt, irgendjemanden erwischt's. Ja, das ist mal eine Idee. Okay. Dann fangen wir mal an mit den Minenlegen. So. Rohr 1, bewässern. Rohr 1 und Rohr 20 Meter. 2 kann man dann direkt versorgen. Rohr 1, bewässern. Los! Und ab geht's. So. Ja, Rohr 1, da kommen jetzt drei Minen hintereinander raus, immer schon peu à peu. Dauert immer ein bisschen, bis die zweite rausgeschoben wird. Aber da unten liegt schon die erste. So, ja. Genau, da, schwupp. Das ist nur so eine Tonne. So eine Rolltonne, die sich hier auf den Boden tackert, so. Die wird jetzt noch nicht scharf. Die wird wohl, so wie ich das gelesen habe, erst in ein paar Tagen scharf. Und treibt hier einfach so durch die Gegend. Genau, und wir können dann, glaube ich, was sind 5 km/h machen? Und wir machen das etwas schneller, wir machen das auf langsame Geschwindigkeit voraus. Dann müsste das ja gehen. Und dann ist Rohr 1 auch wieder frei. So, Konrad Otto, mein Freund, du kannst direkt die nächsten Minen reinknallen. Schwupp. Nochmal Rohr 1 versorgen. Und der Kapitän, der nimmt sich direkt das Rohr 2 vor. So, Torpedo Rohr 1 wird geladen. Alles klar. Und Röms, raus damit. Mal so einen Strich an Minen hier legen. Egal wer da drüber fährt, irgendjemand wird es schon erwischen. Es sind keine Minen geladen. Ja. Das sieht jetzt gleich wieder Minen geladen. So, der letzte Minenschacht. Zack, zack. So, Rohr 2 geht direkt wieder ab. Hier. Schwupp. So, und in Rohr 3 sind jetzt die allerletzten drin. Dann hätten wir es eigentlich auch. Dann wäre ist das eigentlich mit dem Minenlegen schon. Wir fahren echt eine Menge Leute rum. Da hinten ist was, hier ist was, hier ist was. Feindlicher Zerstörer auf. Rohr 1 geladen. Okay. Rohr 1 geladen. Rohr 1 bewässern. Will die letzten Minen, die will ich noch weghaben. Schwupp, schwupp, schwupp. Dieses Zischen vom Bewässern, das hört man auch. Das ist auch sehr, sehr unentspannt. Die müsst jetzt eigentlich ziemlich genau. Schwupp, da kommt was raus. Klatsch. Nachfluten, genau. Gerade sind wir tatsächlich. Sind wir tatsächlich nicht entdeckt? Ist am Starboard irgendwas? Sind tatsächlich nicht entdeckt. Okay. Gefällt. Dann, ich glaube, ich möchte. Warte mal, habe ich jetzt vorne noch Torpedos drin? Bewegung.
Bewegung. Pack mir da mal Torpedos rein. In den Tier 1, da kannst du mir da reinpacken, dann bringe ich mal ganz vorsichtig auf Zero-Tiefe. Ganz vorsichtig. Damit wir mal einen Rundblick nehmen können, was hier so jetzt abgeht. Irgendwas achteraus haben wir doch da gehört. Mal sehen, was da jetzt auch so, falls wir irgendwas sehen könnten, möglicherweise eventuell, dann möchte ich mal hoffen, dass es das ist. Da ist doch was. Das ist, glaube ich, auch irgendwas Schnelles, wenn ich jetzt mal irgendwas sehe. Ja, aber es ist glücklicherweise noch einigermaßen weit weg. Das ist nur eine Gischt gewesen. Okay. Auf 200 Grad, circa. Auf 200 Grad. Ich glaube, wenn wir uns einfach ganz still und heimlich, soweit es denn geht, verziehen. Mit langsamer Fahrt voraus. Und dann immer schauen, ob er jetzt eventuell in unsere Richtung kommt oder nicht. Heiz von mir aus die Torpedorohre an, das ist denn egal. Aber gerade, er fährt tatsächlich einfach nur an uns vorbei. So, da kommt irgendjemand noch aus der Entfernung dazu. Okay, also das mit dem Minenlegen scheint soweit funktioniert zu haben, ganz gut. Alarm abgebrochen, genau. Jetzt können die Jungs auch alle mal irgendwie ein bisschen pennen gehen. So, können die Jungs auch alle mal irgendwie ein bisschen pennen gehen. Ich habe die Befürchtung, dass uns die Mannschaft gleich für Übermüdung aus den Latschen kippt. Auf 120 ist er jetzt. Das dürfte der Zerstörer von eben sein, ne? Der da rumjodelt. Homie aus soll er jodeln. Ist dann ja egal. Da hinten ist noch eine. Fahren aber beide irgendwie weg von uns. Das heißt, man könnte dann Südkurs beibehalten. Dann machen wir so eine. Muss eine etwas größere Runde machen. So, einfach nur mal, um ein kleines bisschen den Kurs zu variieren. Oh, mit der E-Maschine große Fahrt voraus, wenn er jetzt gerade eh nicht da ist. Wenn er jetzt gerade eh nicht da ist, kann uns das ja egal sein. So, schwupp, schwupp. Ne, das war eine Dünung. Quatsch, Gischt, so. Was ist das da drüben? 250. Kommt der auf uns zu, auf 250. Wenn er so fährt. ...250 kommt er dann auf uns zu. Das ist 270. 60, 50. Dann wäre er circa hier. Und fährt so in etwa. Vielleicht. Also so auf uns zugerichtet leicht. Wenn ich nach da gucke, auf uns zugerichtet. Heißt, wenn er jetzt möglicherweise Gas gibt, dann kann er uns hier vorne abfangen. Möglicherweise müssen wir etwas früher abdrehen als geplant. Heißt, den mal bloß im Auge behalten jetzt, den auf 250, je nachdem, ob der jetzt schneller wird oder nicht. Genau, was haben wir hier? Minenabwurf abgeschlossen. Herr Kommandant, wir sind in der Nähe kürzlich von uns gelegten TMB-Minen. Sind sie nach eingetragenen Schaft geworden?
Okay, das ist nur noch mal diese Minenerklärung da. Gut, schön. Mal schauen, wie das jetzt... Wie das jetzt ist, ob die jetzt auf uns zukommen oder nicht. Mal langsam voraus. Beziehungsweise zeitlicher Vorlauf, so. Der fährt tatsächlich ziemlich straight auf uns zu. Das gefällt mir so nicht so wirklich. Wo ist er jetzt? Da vorne ist er jetzt. Er kommt auch tatsächlich näher, die miese kleine Ratte. Er kommt auch tatsächlich näher, aber es dürfte wohl mehr so Zufall sein, dass er uns näher kommt. Das dürfte wohl mehr so Zufall sein, dass er uns näher kommt. Da jedenfalls momentan sieht er uns nicht. Ist auch bei weitem noch lange nicht in Ping-Reichweite, glaube ich. Wir müssen also ein bisschen auf aufpassen, ob er uns dann auf die Nerven geht oder nicht. So, erstmal kommen wir jetzt, dass wir andrehen. Schwupp, genau. Wollen dann wunderbarerweise das Einsatzgebiet verlassen. So, und er ist jetzt auf minus 120, weil wir uns ja einmal kurz gedreht haben. Sehe ich hier irgendwas? Was ist da? Da ist er nämlich schon, genau. Aber ich glaube, wir werden einigermaßen parallel zu ihm sein. Gut, pass auf. Dann haben wir schon wieder 46 Minuten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde zwar gerade noch, also wir werden gerade noch ein bisschen verfolgt, aber mit ein bisschen Glück wird die Kiste uns nicht entdecken. So, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir schlau manövrieren, damit die Kiste uns nicht entdeckt. Ich möchte sehr gerne in etwas tieferes Gewässer abhauen. So, uns dann dort ruhig verhalten und dann vielleicht in der nächsten Folge direkt schon den nächsten Auftrag annehmen. Dann mal schauen, wie das dann so geht und was dann so noch passiert. Wir haben noch 4 Torpedos vorne drin, beziehungsweise, ja, den 4. den werde ich jetzt gleich nachladen. Dann haben wir 4 Torpedos vorne drin. Das müsste soweit ganz gut funktionieren. Möglicherweise krallen wir uns noch ein bisschen Beute auf dem Rückweg, das weiß ich aber noch nicht. So, jedenfalls, für den Moment scheint dieses hier geglückt zu sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir sehr gerne treu, erfüllt mich weiter. So. Ja. Und nächste Folge, entweder legen wir dann den Zerstörer flach, oder wir schauen noch hier, dass wir hier an dieser Küste uns irgendetwas einfangen. Vielleicht, wenn ich in der nächsten Folge einen Rappel kriege, fahre ich auch bis BF4 nach hier oben und schaue mal, ob hier noch irgendetwas rumfährt, was in Richtung britische Inseln will. Weil die 4 Torpedos, die muss ich ja jetzt nicht zwangsweise mit nach Hause nehmen. Bis demnächst. Tschüss.